Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße alle, die zuschauen und meine Abonnenten hier auf meinem Kanal Winnies Moba Spur N. Heute möchte ich euch einen kleinen Rundflug über meine Anlage zeigen. Danach beginne ich mit dem Bau eines Berges aus Styrodur. Und los geht es. Hallo, hier gibt es erstmal einen schönen Rundflug über meine Moba. Vielleicht gefällt es euch ja. Los geht's hier am Bahnhof, der neu gestaltet ist mit Straßen und Güterbahnhof. Außerdem geht's hier weiter über die Gleise, wo dann auch die Passagiere schon auf den Zug warten. Es sind schon einige auf den Bahnsteigen. Hier gibt es dann die Baustelle, wo der Bahnsteig erneuert wird. Auf der anderen Seite ist die Feuerwehr und ein Stückchen weiter ist eine Imbissbude. Da wird für das leibliche Wohl gesorgt. Weiter geht's Richtung Bahnübergang. An dem Bahnübergang warten schon die Autos und die ersten Leute und es gibt in der Nähe auch eine Weide, wo ein paar Schafe drauf sind. Dann geht es weiter über den Felsen, wo auch die Strecke hergeht. Da sieht man sie verschwinden. Und hier ist das Dorf im Tal. Um in dieses Dorf zu kommen, muss man unter einer Brücke hindurchfahren. Ein paar Wanderer gibt es auf der Anlage auch schon. Die sind schon unterwegs, beziehungsweise die haben eine Pause eingelegt. Ein Stückchen weiter gibt es eine Grillhütte. Und ein paar Rehe beäugen die Lage. Wir wissen nicht so genau, ob das alles so ist, wie sie das gerne haben möchten. So, von der anderen Seite aus zum Bahnhof. Sieht das über die Gleise gesehen so aus. Hier zeige ich euch nun den Bau eines Berges aus Styrodur. Dazu gibt es bestimmt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe zuerst einmal eine Platte Styrodur von 30 mm Dicke im Baumarkt gekauft. Für den Bau des Berges habe ich zuerst das Styrodur zurechtgeschnitten. Die Platten habe ich übereinander gelegt und den Berggasthof positioniert. Für die weitere Gestaltung habe ich noch zwei Stücke ausgeschnitten. Die einzelnen Platten habe ich mit Holzleim bestrichen und zusammengeklebt. Danach musste der Holzleim zuerst einmal trocknen.
auf meiner kleinen Testanlage mit dem Blog der Union Pacific, Ihr Roman. Als der Holzleim am nächsten Tag getrocknet war, habe ich das Styrodur mit dem Cuttermesser bearbeitet. Dabei entstand eine Felsstruktur. Das ist das Ende von Teil 4. Nächste Woche Freitag geht es weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, euer Vinny.